is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Ein Gott wohlgefälliger Charakter. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Jesus, der König des Himmels, hat der Jugend ein Vorbild geliefert. Er mühte sich in der Werkstatt von Nazareth ab, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er ordnete sich seinen Eltern unter und strebte nicht danach, seine Zeit nach eigenem Gutdünken zu verwenden oder seinen Kopf durchzusetzen. Ein Jugendlicher kann niemals als Mensch oder als Christ Höchstes und Bestes erreichen, wenn er ein bequemes Leben des Genusses lebt. Gott verspricht uns in seinem Dienst keine Bequemlichkeit, keinen Ruhm oder Reichtum. Er versichert uns aber, dass wir alle Segnungen bekommen, die wir brauchen, wenn auch unter Verfolgung, und dann in der kommenden Welt das ewige Leben. Christus nimmt nur eine völlige Hingabe für seinen Dienst an. Dies muss jeder Einzelne von uns lernen. Markante Veranschaulichungen der lebenserhaltenden Kraft fester religiöser Grundsätze sind uns bekannt. Die gähnende Löwengrube konnte Daniel nicht davon abhalten, mehrmals täglich zu beten. Auch vermochte der glühende Ofen Schadrach und seine Gefährten nicht dazu zu bewegen, vor dem Götzenbild niederzufallen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte. Junge Männer mit festen Grundsätzen ziehen es vor, Vergnügungen aus dem Weg zu gehen, der Schmerzen zu spotten und sogar die Löwengrube und den geheizten Feuerofen zu riskieren, als Gott gegenüber untreu erfunden zu werden. Denken wir an den Charakter Josef. Seine Tugendhaftigkeit wurde auf eine harte Probe gestellt, aber sie siegte auf allen Linien. Auf jedem Gebiet bestand der edle junge Mann die Prüfung. Dieselbe edle und unbeugsame Grundsatztreue kam in jeder Anfechtung zum Tragen. Der Herr war mit ihm und sein Wort war ihm Gesetz. Alle, die die Bibel studieren, sich von Gott beraten lassen und sich auf Christus stützen, werden befähigt, immer und überall weise zu handeln. Gute Grundsätze werden im praktischen Leben veranschaulicht. Man braucht nur die Wahrheit für unsere heutige Zeit von ganzem Herzen anzunehmen und zur Grundlage des Charakters zu machen. So wird daraus eine feste Ausrichtung auf Ziel erwachsen. Lockende Vergnügungen, die Wechselhaftigkeit der Sitten, die Verachtung seitens derer, die die Welt lieben, aber auch des Herzens eigenes Verlangen, dem Ich zu frönen, wird sie jedoch nicht mehr beeinflussen können. Zuerst muss das Gewissen erleuchtet werden. Der Wille muss untergeordnet werden. Die Liebe zur Wahrheit und Gerechtigkeit muss in der Seele herrschen. Dann wird ein Charakter entstehen, der Gott gefällt. The Lord is coming. Are you ready?